Als die Schüler von Schloss Einstein das Video von Fabian im Internet entdeckten, waren sie geschockt. Ey, welcher Hirni hat das denn online gestellt? Ich weiß, wer es war. Fabian. Sorry, dass ich deine Erwartung nicht erfüllt habe. Ich hatte überhaupt gar keine Erwartung. Ey, wenn ich so scheiße bin, warum gibst du dich denn überhaupt mit mir ab? Weil ich dich liebe, verdammt! Nach einem großen Zoff hatten sich Paulina und Lucky wieder versöhnt. Sommerferien in Portugal, das wär's. Mit unserem Taschengeld kommen wir nicht mal bis zum Harz. Oder willst du vorher eine Bank ausrauben? Warum nicht? Weißt du, was abgefahren wäre? Eine geile Mountainbike-Tour. Nicht so eine öde Rentnerstrecke wie das hier. Du willst Action? Kannst du haben. Wer zuerst unten ist. Und los! Okay! Dir wehgetan, Babe. Geht's? Ja, ist alles noch dran. Mensch. Ich hätte gewonnen. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Okay? Klar, fertig. Tschüss, Milena. Guten Tag, Frau Dr. Steiner. Guten Tag. Fabian? Hallo Fabian, wie geht es dir? Wollen wir das nicht lieber drinnen besprechen? Allerdings. Sie warten bitte erstmal hier. Komm, Fabian. Es war wahnsinnig mutig von dir, das Video ins Netz zu stellen. Mein Vater hält mich für einen Feigling. Du hast bewiesen, dass das nicht stimmt. Falls er es jemals noch mal wagen sollte, dich zu schlagen oder auf andere Weise unter Druck zu setzen, dann sagst du es mir. Versprochen? Versprochen. Danke, Frau Steiner. Och, okay. Vielen Dank. So, bitte. Sie hatten einen Fahrradunfall. Unfall klingt gleich so dramatisch. Ich habe bloß ein paar Schrammen. Und haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Naja, hier so zieht es ein bisschen. Aber sonst ist alles in Ordnung. Oh, sind Sie Arzt? Nee. Sehen Sie aber ich. Hinlegen, baufrei machen. Wir machen jetzt eine Sonographie, um sicherzugehen, dass Sie keine inneren Verletzungen haben. Und wirklich alles okay ist. Hm? Achtung, kalt. Jesun hat Ihnen vertraut. Er hat alles getan, um es Ihnen recht zu machen. Und Sie schlagen ihn. Ich war nicht ich selbst. Ich stand zudem beruflich enorm unter Druck. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Genau. Es gibt keine Entschuldigung für Ihr Handeln. Ach, Zucker? Zucker. Bitte. Ich werde mich nach professioneller Hilfe umsehen. Das ist sicher eine gute Entscheidung. Aber im Augenblick ist es Fabian, der Hilfe braucht. Wenn er zu Ihnen, aber auch zu anderen Menschen Vertrauen aufbauen soll, dann braucht er die Sicherheit, dass sein Vater ihn niemals mehr schlagen wird. Ich versichere Ihnen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Wieso sagst du das nicht zu mir? Fabian, ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder schlagen werde. Es tut mir aber so leid. Das hast du schon so oft gesagt. Ich mein's ernst, Junge. Ich mein's ernst. So, das war das Herz. Jetzt
sondern die Milz und der Magen. Und viel ist noch nicht drin. Oh. Wo ist sie? Der Doc untersucht sie immer noch. So lange? Du hast ja gesagt, sie hat nur ein paar Kratzer. Ich weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist es nur einer von der gründlichen Leute. Ja, wahrscheinlich. Und wenn doch was ist? Oh Mann, und ich vollkommen bin auch noch schuld. Was dagegen? Was machst du denn hier? Ja, Lukas hat mich angerufen. Wie geht's dir? Was hat der Arzt gesagt? Alles in Ordnung. Logisch, alles klar. Für alles klar siehst du aber ganz schön fertig aus. Ich bin bloß ein bisschen groggy. Ist doch klar. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause und dann ruhst du dich ein bisschen aus, ja? Mensch, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist, Babe. Ja, ist gut. Selbstverständlich werde ich pünktlich sein. Einen schönen Tag noch. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Jetzt weiß die ganze Welt, was für ein Unmensch dein Vater ist. Der Vorsitzende Richter zitiert mich heute noch zu einem Gespräch unter vier Augen. Und? Willst du mich deswegen jetzt wieder schlagen? Na los. Es ist keiner da, der dich sieht. Hör auf, unsachlich zu werden. Vielleicht solltest du dir auch mal Gedanken über deine eigenen Fehler machen. Hast du dir jemals überlegt, was du deiner Mutter angetan hast? Das wollte ich nicht. Nein. Natürlich nicht. Du wolltest ja nur deinem Rabenvater eins auswischen. Ich habe die Wahrheit gesagt. Und das war richtig. Ach. Plötzlich bist du ein Wahrheitsfanatiker. Interessant. Dann hast du ja sicherlich der kleinen Ibrahimovic auch gestanden, dass du ihren Vater angeschwärzt hast. Hauptsache Action! Ihr seid wie die kleinen Kinder. Ich kann man keine Minute leiden lassen. Ich bin schwanger. Ja, ja. Und ich bin Rotkämpfchen. Das war kein Witz. Der Doc hat Ultraschall gemacht. Hast du denn nichts gemerkt? Wie denn? Dass ich nicht mehr in meine Klamotten passe? Ich bin gerade mal in der 8. Woche. Aber deine Regel... Kommt sowieso immer unregelmäßig. Verhütet ihr nicht? Doch schon. Aber nicht beim ersten Mal. Schwanger hatte ich einfach nicht auf der Liste. Mir ist nie schlecht. Und ich habe nie Heißhunger auf saure Gurken oder Schokoladeneis mit Pommes. Nichts. Ach, scheiße. Hey, ein Baby... Das ist doch toll. Aber nicht in der 9. Klasse. Das ist die totale Katastrophe. Raffst du das nicht? Hi. Ich muss gleich wieder weg. Ich wollte nur was Süßes. Oh, die Idee hatte wohl schon mal vor mir. Also, so ein Fahrradunfall lohnt sich ja richtig. Das mache ich ab jetzt öfter. Große Klappe ist ein gutes Zeichen. Dir geht's besser. Voll einsatzfähig. Super. Dann bleibt es bei der Punk-Pogo-Party heute Abend im Exit? Ja, logisch. Ich hol dich ab. Kommst du auch mit? Okay. Ciao dann. Bis dann. Tschüss. Pogo? Ja, glaubst du, ich bleib jetzt zu Hause und strick Babymützchen?